Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Und in diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gegenstandshop an, denn wir haben ja gestern diese Skiskins bekommen, die werden aber heute wieder verschwinden. Die bleiben nicht länger im Shop. Ich weiß nicht, warum alle in dem letzten Shop-Video so richtig viel Hate da gelassen haben. Ich verstehe nicht, warum. Leute, ich mache nur die Shop-Videos, ich mache nicht die Skins im Shop. Also ich bin nicht für die Skins verantwortlich, deswegen lasst nicht euren Hate bei mir raus. Ich bitte euch darum, ich habe es einfach nicht verstanden. Die einen oder anderen haben natürlich auch beleidigt, die habe ich einfach direkt gelöscht. Aber ich hoffe, das ändert sich in Zukunft auch nochmal. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr in der Zukunft kein Shop-Video mehr verpassen möchtet, dann gerne mal ein Abo da lassen und natürlich auch die Glocke aktivieren und natürlich auch die Updates und Herausforderungen und so. Das seht ihr alles hier auf diesem Kanal so schnell wie möglich. Und dann würde ich nochmal sagen, wenn ihr mich kostenlos unterstützen möchtet mit dem Creator-Code METTE-8, könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Es kostet wirklich nichts und ihr seid eine richtige Ehrenmann. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, ich muss sagen, wir haben wieder richtig geile Sachen bekommen und viele von euch haben auf diese Sachen gewartet und wir haben sie endlich, oder was heißt endlich? Viele haben mich ja dafür kritisiert, dass ich meinte, endlich sind sie im Shop. Natürlich ist es Geschmackssache, also ich persönlich sage endlich, weil ich es mir holen wollte, aber für die Leute, die es immer hatten, die ärgern sich natürlich. Aber wir fangen nochmal mit dem ungewöhnlichen Emote an, komm doch, mal sehen, was du drauf hast. Ist auf jeden Fall schon eine richtige Kampfansage, aber bei dieser Kampfansage möchten wir gar nicht bleiben, wir wollen direkt zu dem Wesentlichen kommen, die Dinge, die wichtig sind heute im Shop. Deswegen gucken wir mal direkt weiter. Dann haben wir nochmal selten das Outfit und zwar die glitzernde Streiterin. Schlage wahrhaftig zu. 1200 V-Bucks, einer der Skins, die ich sehr, sehr cool finde und die von der Idee her sehr, sehr nice sind. Und damit, also ich würde mir mehrere Skins wünschen, die so, ja, wie soll ich sagen, ihr seht es auf dem Oberteil, das bewegt sich einfach, es ist dynamisch und so. Das würde ich mir feiern auf anderen Skins noch. Aber diesen Skin feiere ich jetzt nicht so unbedingt. Aber diese Idee dahinter ist sehr, sehr geil. Passend dazu haben wir natürlich nochmal die Schattenagentin. Die sieht einfach 1:1 gleich aus, nur das Outfit ist anders. Du hast nichts gesehen, Teil des Geheimsyndikats. Ja, für 1500 V-Bucks natürlich nicht ganz billig. Da würde ich mir vielleicht doch die glitzernde Streiterin holen für 1200. Aber ist wieder natürlich Geschmackssache. Wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt. Ihr könnt bis zu 5 Euro sparen und mich dabei unterstützen. Aber wir gucken mal direkt weiter, denn wir haben nochmal ein episches Emote und zwar Hula. Ihr seht es schon, es wird hawaiianisch. Und für 800 V-Bucks kriegt ihr hier dieses absolut nice Emote. Sehr gechillt, sehr entspannt. Wie gesagt, so sehr, sehr hawaiianisch. Wer Hawaii kennt, der weiß, wie das da so abgeht. Jetzt fehlt nur noch so ein Kranz um den Hals und dann haben wir es perfekt. Dann haben wir natürlich nochmal ein seltenes Erntewerkzeug, die dürfen natürlich nicht fehlen im Shop, einfach Cliffhanger für 800 V-Bucks. Viele von euch kennen meine Meinung schon zu diesem Erntewerkzeug, muss nicht wirklich sein, ist aber auch kein absoluter Hate. Also wer Bock drauf hat, der kann sich das gerne kaufen, ansonsten lasst einfach mal die Finger davon, weil ich finde 800 V-Bucks kann man definitiv besser investieren in Fortnite. Dann haben wir für 300 Euro, sag ich schon, für 300 V-Bucks Zuckerstange als Tarnung auf den Fahrzeugen, stelle deinen Stil zur Schau dar, und für 300 V-Bucks kann man da wirklich nicht meckern. Bis zu 500 V-Bucks würde ich sogar für eine Lackierung ausgeben und das ist die erste Lackierung, die wir im Shop haben, deswegen sehr, sehr nice, zum ersten Mal heute im Shop. Dann kommen wir auch schon zu den Dingen, die viele von euch erwartet haben, aber nie, ja, ich glaube, viele haben es erwartet, aber viele werden es auch haten, dass es heute im Shop ist, weil die realen OGs haben diese Zuckerhacke noch, aber ein episches Erntewerkzeug, schmücke die Wände mit fest. Wahnsinn. Und es ist ein reaktives Erntewerkzeug. Wenn ihr einen Kill macht, fängt es an zu leuchten und so. Richtig, richtig cool. 1500 V-Bucks definitiv gönnenswert. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch gönnen. Also ich überlege zwar noch, aber ich denke schon, dass ich mir das gönnen werde. Das Ding war zuletzt am 31. Januar dieses Jahres im Shop und als allererstes kam es am 24. Dezember in den Shop. Viele von euch werden jetzt wieder sagen, ey, ich hate das, dass es wieder im Shop ist. Leute, ich persönlich kann nichts dafür. Epic Games ändert diesen Shop. Nicht ich. Ich zeige euch diesen Shop nur, aber ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ich diskutiere dann natürlich gerne mit. Und dann haben wir natürlich nochmal passend zu dem Erntewerkzeug hier die rotnasige Räuberin. Ja, am 31. Januar war es zuletzt im Shop, ist auch einer der letzten OG-Skins sozusagen, also relativ OG-Skins, für 1200 V-Bucks ein sehr, sehr solider Skin. Ich habe es euch ja gesagt, die Weihnachtsskins werden wiederkommen, möge die Rentierspiele beginnen. 1200 V-Bucks definitiv ein Skin, den man sich dafür kaufen kann. Wenn ihr euch das kaufen möchtet, natürlich nicht vergessen, meinen Creator-Code anzugeben, um mich da kostenlos zu unterstützen, weil viele von euch möchten mich unterstützen, haben aber keine Ahnung, die sagen, weil ich will spenden oder so, ich kann aber nicht spenden. Leute, braucht ihr gar nicht. Gebt meinen Creator-Code ein, ihr seht das und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ihr das macht. Ist mir wirklich eine Ehre. Und ansonsten, wenn ihr noch, würde ich sagen, lasst gerne eine positive Wertung da, abonniert natürlich nicht vergessen, weiterpassen und natürlich die Glocke aktivieren, um in der Zukunft kein Shop-Video mehr von mir zu verpassen. Ansonsten natürlich auch nochmal eure Meinung in die Kommentare und ich habe gerade gesagt,
gesehen, wir haben noch einen Skin. Leute, ich habe den gar nicht gesehen. Kam mir gerade neu. Rotnasen Ranger für 800 V-Bucks heute im Shop. Der wurde mir auch nirgendwo anders angezeigt. Ein nagelneuer Skin heute im Shop. Niemand ist vor ihm geweiht. Gefeit, meint er natürlich. Für 800 V-Bucks ein sehr, sehr cooler Skin. Nagelneu, Leute. Nagelneu. Hat noch keiner. Sehr, sehr cool. Schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, war es von diesem Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.